Vor einiger Zeit veröffentlichte das renommierte Times Magazine eine Rangliste der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Die Liste enthält herausragende Persönlichkeiten, die das Jahrhundert am stärksten geprägt haben. Künstlerinnen, Baumeister und Wissenschaftler, Denker und Philosophinnen. Es gibt nur 10 Frauen auf der Liste und davon ist nur eine Coco Chanel, die es geschafft hat, die Welt der Mode zu verändern. Unsere heutige Ausgabe wollen wir genau dieser Person widmen. Gabrielle Bonheur Chanel wurde am 19. August 1883 in Saumur im Loiretal in Frankreich geboren. Ihre Eltern diesen Zeitpunkt nicht verheiratet. Es war ihre zweite Tochter. Das Baby wurde in einem Kloster geboren. Sie bekam die Kindheit von Coco Chanel war nicht wolkenfrei und ziemlich unglücklich. Ihre Familie hatte Schwierigkeiten, über die Runden zu kommen. Als ihre Mutter 1895 unerwartet stirbt, zieht ihr Vater in die nahegelegene Stadt Abachin. So trennt er die Familie. Er schickt seine Söhne auf Bauernhöfe zu Arbeiterfamilien und seine Tochter in Kinderheime. Gabrielle sieht ihren Vater nie wieder. Im Waisenhaus wurden sie und ihre Schwester von strengen Nonnen betreut. Für den Rest ihres Lebens wird Coco versuchen, mit dem Herzschmerz und dem Kummer eines verlassenen Kindes fertig zu werden. Dennoch wird sie ihren Vater weiterhin sehr lieben und stolz seinen Namen tragen. Ihre einzige Mitgift, die viele Jahre später zu einem großen Einkommen führen wird. Im Kinderheim blieb Chanel bis zu ihrer Volljährigkeit. Gabrielles Erfahrungen im Waisenhaus haben ihr späteres Leben stark beeinflusst. Es waren die Nonnen, die dem Mädchen das Nähen beibrachten. Der barocke Stil luxuriöser religiöser Gegenstände und die schlichte schwarz-weiße Farbgebung erregten Cocos Aufmerksamkeit und dienten ihr später als Inspiration für ihre modischen Meisterwerke. Gleichzeitig hasste Gabrielle Bonheur Chanel die Waisenuniformen, die sie tragen musste. Coco fand, dass alle Mädchen dadurch gesichtslos aussahen. Damals hatte sie den Traum, Frauen schön zu bekleiden. Die Wunde aus ihrer Kindheit wird nie verheilen. Als sie berühmt wurde, verheimlichte Coco ihr Waisenleben sorgfältig vor der Presse und strich die Nonnen aus ihrem Gedächtnis. Sie wird andere Erzieherinnen erfinden. 2 wohlhabende alte Damen, Cousinen ihrer verstorbenen Mutter, die sie angeblich aufgenommen haben. Mit 18 Jahren verlässt Gabrielle das Waisenhaus, fest entschlossen, der Armut ein für alle Mal zu entkommen. Chanels handwerkliche Fähigkeiten verhalfen ihr zu einer Stelle als Näherin in einem Konfektionsgeschäft in der Stadt Moulins. Moulins war eine Garnisonsstadt. Junge Offiziere kamen oft in das Atelier. Sie luden das Mädchen zum örtlichen Varieté ein. Zwischen den Auftritten konnte das Publikum an einer Aufführung teilnehmen. Und schon bald stand Gabrielle auf der Bühne. Damals schien Chanel eine solche Zukunft vielversprechender zu sein. Chanels Charme und Charisma verzauberte schnell die Varieté-Besucher. Und die von ihr gesungenen Lieder Cocorico und Kikavuko brachten ihr den berühmten Spitznamen Coco ein. Obwohl Gabrielle selbst gerne Fakten über ihre Herkunft erfand, bestand sie darauf, dass ihr Vater sie als Kind so nannte. In Moulins lernt sie Etienne Balzon kennen, einen französischen Offizier und wohlhabenden Erben. Coco betrachtet ihn nie als Kandidaten, als einen Ehemann. Sie war mit der Rolle einer Konkubin zufrieden. Sie verstand die Beziehung als eine Chance, der Armut zu entkommen. Ein Jahr später zog Coco in das luxuriöse Anwesen von Balzon und lebte dort in der Obhut des Offiziers. Dort verbrachte Chanel ihre Zeit damit, reiten zu lernen und mit Pferden aus den örtlichen Ställen zu arbeiten. Sehr bald wurde sie eine ausgezeichnete Reiterin. Das einstige Waisenkind mischte sich unter die reichsten Leute Frankreichs. Sie wurde immer selbstbewusster und bewahrte sich ihre Persönlichkeit und ihren Sinn für Stil, was sofort in den Augen anderer auffiel. Frauenbilder der damaligen Zeit reizten sie nicht. Deswegen trug sie Etiennes Kleidung. Reiterhosen, Unterhemden und Sportpullis. Gleichzeitig begann sie einzigartige Hüte zu entwerfen und die komplizierten Entwürfe zu perfektionieren. Eine Mitbewohnerin von Balzon, die gesehen hat, wie Coco einen Hut umgestaltete, den sie für sich selbst gekauft hatte, bat sie dasselbe mit ihrem Kopfschmuck zu tun. Bald trugen alle Freundinnen von Etienne Hüte im Stil von Chanel. Der Erfolg dieser Experimente veranlasste Gabrielle, an ein eigenes Geschäft zu denken. Mit Balzons Erlaubnis zieht sie in seine Wohnung in Paris ein und setzt dort ihre Designideen fort. Coco lernt Etiennes englischen Freund, den Playboy Arthur Capel, kennen, der zur größten Liebe im Leben der großen Mademoiselle wurde.
Arthur stellt sie Bankern, Politikern und Finanziers vor und nahm Coco in seinen gesellschaftlichen Kreis auf. Mit Capels Unterstützung und Geld konnte Chanel 1910 in der Rue Cambon 21 die erste Pariser Boutique mit dem klingenden Namen Chanel Mode eröffnen. Cocos Traum wurde wahr. Ein Jahr später zog sie in die Nummer 31 in derselben Straße. Das Ladengeschäft von Chanel befindet sich noch heute an dieser Adresse. Im Jahr 1913 eröffnet Coco in Deville ein weiteres Geschäft, das sich schnell großer Beliebtheit erfreut. Chanel expandiert weiter und eröffnet zwei Jahre später ihr erstes Modehaus in Biarritz. Während des Ersten Weltkriegs gingen den Lagerhäusern die Textilien aus und sie hatte gar nichts, wovon sie nähen konnte. Chanels Geschäftssinn ermöglichte ihr einen weiteren modischen Durchbruch. Coco begann Kleider aus Jersey-Stoff herzustellen, dem Stoff für Männerunterhosen. Es entstehen neue Damenmodelle ohne jegliche Taillenbetonung. Die Röcke werden bis zu den Unterschenkeln verkürzt. Nach Ansicht von Coco Chanel sahen die Besucherinnen in ihren unbequemen Kleidern, die kaum für einen Urlaub in einem Kurort geeignet waren, fehl am Platz aus. Ihre Kollektionen schränkten die Bewegungsfreiheit nicht ein und die weichen Strickwaren ermöglichten einen aktiven Lebensstil. Flanellblazer, Jacken, Pullover, marinefarbene Blusen, gerade Leinenröcke und Hüte ergänzen das sportliche Sortiment. Die Modedesignerin ändert auch ihr Image drastisch. Sie schneidet ihre üppigen Locken ab und präsentiert sich in der Öffentlichkeit mit einer jungenhaften Frisur. Der von ihr geschaffene Stil wurde später als einfacher Luxus bezeichnet. Um sich im Stil von Chanel zu kleiden, brauchte man vor allem Geschmack und nicht viel Geld. Gabrielles Kunden aber hatten Geld und kauften gerne Hüte und Kleider von der Modedesignerin. Sehr bald wurde Cocos Geschäft zu einem Phänomen, das es in der Geschichte der Mode noch nicht gegeben hatte. Chanel selbst wurde zur ersten Schneiderin, die in die High Society eintrat und ihren Status als Dienstmädchen leicht überwinden konnte. Es gelang ihr, die öffentliche Wahrnehmung der Arbeit des Designers zu verändern, indem sie zu einer internationalen Persönlichkeit wurde. Laut Coco war sie die erste Frau, die das volle Leben ihres Jahrhunderts gelebt hat. Chanel bekam all das, wovon sie träumte. Ruhm und Luxus. Der Preis für diesen Erfolg war ihr Privatleben. Sowohl Etienne als auch Arthur liebten Chanel, waren aber gezwungen, Frauen aus der Aristokratie zu heiraten. Capels Ehe scheiterte und er kehrte immer wieder zu Chanel zurück. Ihre Beziehung wurde am 22. Dezember 1919 beendet, nachdem Arthur in einem Unfall ums Leben kam. Gabrielle ist durch den Tod ihres Geliebten sehr erschüttert. Jahre später erinnert sie sich, dass sie mit dem Verlust von Capel alles verloren hat. Obwohl sie seither viele Beziehungen hatte, hat sie noch nie so starke Gefühle für einen anderen Menschen empfunden. Um über die Tragödie hinwegzukommen, konzentriert sich die Modedesignerin ganz auf ihre Arbeit. Zu dieser Zeit lernt Chanel den Maler und Dekorateur Serre und dessen Frau kennen. Es sind sie, die Coco in die Welt bringen. Sie findet Gefallen an den Malern Picasso und Dalí, berühmten Dramatikern und Dichtern, wird Kunstmäzenin und fördert das Ballett. 1919 arbeitet Chanel mit dem russischen Theaterschaffenden Sergei Diaghilev an Kostümen für das Ballett von Strawinsky. Zwischen der Mademoiselle und Diaghilev beginnt eine loyale Freundschaft und Partnerschaft. Auch das Privatleben von Coco Chanel floriert. Im Jahr 1920 lernt sie den russischen Emigranten Dmitri Romanow kennen, einen Cousin von Zar Nikolaus II. Zwischen den beiden entwickelt sich eine leidenschaftliche Romanze. Coco, die zu diesem Zeitpunkt schon recht wohlhabend ist, mietet für ihre Treffen eine Villa am Atlantischen Ozean. Ihre Romanze dauert nicht lang. 1921 heiratet Dmitri die Tochter eines amerikanischen Milliardärs, um seine Zukunft zu sichern. Doch dank dieser Verliebtheit tauchen russische Motive in den Kollektionen von Coco Chanel auf. Zum Beispiel Zobelmäntel oder handbestickte Hemden. Aber das Wichtigste, was diese Bekanntschaft mit sich brachte, war das berühmte Parfüm Chanel Nummer 5. Dimitri stellte Coco den Parfümeur Ernest Beau vor. Nachdem sie ihn kennengelernt hatte, kam ihr die Idee, ein Parfüm unter ihrem eigenen Namen zu kreieren. Sie bittet Bo, einen Duft zu kreieren, der wie eine Frau und nicht wie eine Rose riecht. Nach mehreren Monaten harter Arbeit erstellt Ernest eine Serie von 30 Mustern. Unter ihnen wählt Chanel einen fünften Duft aus. Eine Komposition aus Jasmin, Mairose, Ilang Ilang und Sandelholznoten, der zum ikonischen Chanel Nummer 5 wird. Coco betrachtet die Zahl 5 immer als Glückszahl.
Ihre neuen Kollektionen wurden immer nur an der fünften Zahl vorgestellt. Ironischerweise war der von Coco gewählte Duft das Ergebnis eines Laborfehlers. Die verwendete Formel überschritt die Dosierung des Aldehyds, des synthetischen Inhaltsstoffs, der dem Duft seinen Glanz verleiht. Gemeinsam mit den Brüdern Wertheimer gründet Coco das Unternehmen Chanel Parfum, an dem sie mit 10% beteiligt ist. 1921 wird das Parfüm Chanel Nummer 5 der Öffentlichkeit vorgestellt. Als Werbung schenkt Chanel den mächtigsten und schönsten Frauen die ersten 100 Flaschen. Nachdem Marilyn Monroe öffentlich erklärte, dass sie nachts nur ein paar Tropfen Chanel trage, verkauften sich die Parfümflaschen an Millionen von Menschen. Noch heute gilt das Parfüm als Symbol der Weiblichkeit und als Inbegriff des Klassizismus. 1925 erschien die Marke Chanel erstmals auf dem Flakon des berühmten Parfüms. Es handelte sich um zwei ineinander verschlungene Cs. Eines in seiner ursprünglichen Form und das andere als Spiegelbild. Viele glauben, dass es durch das 5 Rubel dargestellte Glückssymbol inspiriert wurde. Nach einer anderen Theorie sind die beiden Cs die Initialien von Coco Chanel. Chanel schuf nicht nur Kleider, sie veränderte auch den Stil ihrer Zeitgenossen. So hat sie das Sonnenbad in Mode gebracht. Mit ihrem Auftritt in Cannes bewies Coco, dass aristokratische Blässe nicht länger ein Trend ist. Ihrem Beispiel folgten Millionen von Frauen, Vertreterinnen der High Society. Ein Wendepunkt in der Modewelt war Cocos Präsentation des kleinen schwarzen Kleides. Es war ein Outfit aus Chanels Kindheit. Die Mädchen in dem Waisenhaus, in dem sie aufwuchs, trugen schwarze Kleider mit einem kleinen weißen Kragen. Das Kleid war aus schwarzem Crepe gefertigt, hatte eine X-förmige Silhouette und lange Ärmel. Tadellose Proportionen, ästhetische Schlichtheit des Schnitts, Raffinesse der Stoffe, gemäßigte Farbgebung. Coco verwandelte die Farbe der Trauer und der Armut in ein Symbol für Eleganz und Geschmack. Die Modeschöpferin schlug vor, das Outfit mit einer Perlenkette und eleganten Pumps zu verschönern. Sie entwarf auch Hosenanzüge, die, wie sich herausstellte, die Schönheit der Figur betonen konnten. Und das nicht nur bei Männern. Jede neue Kollektion von Kleidern und Accessoires von Chanel war ein Hit. Die Arbeit der Designerin wurde auch von Kritikern gelobt. 1923 wurde Chanel der Eintritt in die Oberklasse der britischen Aristokratie angeboten. Zu dieser elitären Gruppe gehörten Persönlichkeiten wie Winston Churchill, Duke of Westminster, und Edward, Prince of Wales. Chanel bezauberte den wohlhabenden Duke of Westminster, Hugh Gronsware. Er schenkte Chanel extravaganten Schmuck, teure Kunstwerke, ein Haus im prestigeträchtigen Londoner Stadtviertel Mayfair und sogar ein Grundstück an der französischen Riviera. Auf ihrer gemeinsamen Reise nach Schottland lässt sie sich von den Tweedjacken und Wollpullovern des Herzogs, den Westen seiner Bediensteten und den Matrosenhüten inspirieren. Auf diese Weise entstehen einige der kultigsten Stücke des Modehauses. Trotz einer langen Beziehung hat Coco den Heiratsantrag abgelehnt. Es gibt viele Herzoginnen, aber nur eine Coco Chanel. Sie war nicht bereit, das Modehaus für einen Titel und eine Ehe zu opfern und blieb eine große Mademoiselle. 10 Jahre dauerte die Romanze des Herzogs mit Chanel. In der Zwischenzeit wuchs ihr Imperium weiter. Chanel war das erste Modehaus, das die Filmindustrie unterstützte und damit den Trend für die nächsten Jahrzehnte setzte. Alles begann in den 1930er Jahren, als Sam Goldwyn, einer der einflussreichsten Männer Hollywoods, Chanel einlud, in einem Film zu arbeiten. Coco sollte nicht nur die Kleidung für die Studiofilme von United Artists entwerfen, sondern auch die Schauspieler in ihrem Alltag einkleiden. So konnten amerikanische Frauen die neuesten Pariser Trends kennenlernen. Der Vertrag verpflichtete Chanel, zweimal im Jahr nach Amerika zu kommen und in dem speziell für sie eingerichteten Atelier Kleider zu entwerfen. Coco wollte aber nicht unter fremder Regie arbeiten. Nach nur 2 Wochen Aufenthalt in den USA flog sie zurück und nähte in ihrer Heimat Kleider für das Kino. Chanel hat nur bei 3 Filmen mitgewirkt. Das erste war die Komödie »Heute Nacht oder nie« von Mervyn LeRoy. Der Stummfilmstar Gloria Swanson spielte darin die Hauptrolle. Die große Mademoiselle fertigte Swansons einzigartige Kostüme an, darunter ein bodenlanges schwarzes Kleid mit Flügelärmeln. Die beiden anderen Filme waren das Musical Days in Bloom und die Komödie Two Girls on Broadway, die Inspiration für How to Marry a Millionaire mit Marilyn Monroe lieferte. Chanel kleidete die Heldinnen des Films in Kombikleider, Gordelierröcke und weiße Blusen mit Schleife. Nach der Arbeit an diesen Filmen beschloss Chanel, den Vertrag zu beenden. Samuel Goldwyn hat nicht versucht, sie davon abzuhalten.
Die innovativen und eleganten Kleider von Chanel entsprachen nicht dem Standard des Hollywood-Glamours der 1930er Jahre. Die Schauspielerinnen jener Zeit wollten als sexy wahrgenommen werden. Sie mussten bei den Frauen Neid, Bewunderung und den Wunsch nach Nachahmung wecken. Für Coco war das inakzeptabel. Sie nannte Hollywood die Hauptstadt des schlechten Geschmacks. Schon bald begann Chanel mit dem europäischen Kino zu arbeiten, das ihr geistig näher stand. Das Chanel-Imperium war auf seinem Höhepunkt. Die kommenden Jahre aber waren für die Designerin eine Herausforderung. In den 1940er Jahren hatte Gabrielle Chanel 5 Geschäfte in der Rue Cambon in Paris. Ihr Modehaus beschäftigte 4000 Mitarbeiter. Mit dem Beginn der Nazi-Besatzung schloss sie alle Geschäfte, bis auf eine kleine Parfümerie. Während des Krieges konnten sich nur Nazis und ihre Frauen Parfüm leisten. Chanels sozialer Kreis veränderte sich erneut. Eine weitere Herausforderung kommt in ihr Leben. Der einzige Neffe der Modeschöpferin, André Palasset, wird von den Deutschen in Gefangenschaft genommen. Chanel trifft alle möglichen Maßnahmen, um ihn zu befreien. Schließlich gelingt es ihr, eine Lösung zu finden. Mit Hilfe ihres Bekannten, Baron von Dinklage, einem Bekannten des deutschen Konsulats, bringt sie ihren Neffen zurück. Sie beginnt eine Beziehung mit dem Baron. Zu diesem Zeitpunkt war sie 56 Jahre alt. Der Kontakt zu hohen Nazi-Kreisen führte zu einer Bekanntschaft mit Walter Schellenberg, Hitlers Leiter des Auslandsnachrichtendienstes und persönlicher Assistent von Heinrich Himmler. Er schlug Chanels Beteiligung an einer Mission mit dem Titel The Fancy Hat vor, deren Inhalt nach wie vor als geheim gilt. Chanel nutzte ihre Beziehungen, um Churchill zu einem Treffen zu locken und ihn zu Friedensverhandlungen zu für die Nazis günstigen Bedingungen zu überzeugen. Die Operation ist jämmerlich gescheitert. Im Sommer 1944 wurde Frankreich befreit. Deutsche Offiziere wurden verhört, um Komplizen zu ermitteln. Im Verhör gab Schellenberg alle Einzelheiten der The Fancy Hat Operationen heraus und behauptete, dass Coco eine Schlüsselfigur in dieser Sache war. Im August 1944 wurde Coco ein Haftbefehl ausgehändigt, der sie als Nazi-Spionin auswies. Sie blieb sich selbst treu, nahm ihre Handtasche und Handschuh und ging leise zum Bahnhof. Dank ihrer Freundschaft mit einem britischen Politiker wurde sie nicht verhaftet. Ihr wurde empfohlen, Frankreich dringend zu verlassen. So zieht die 61-jährige Chanel in die Schweiz. Fast 10 Jahre verbringt sie in der Schweiz. Als Wespentaille und Petticoat wieder in Mode kommen, also quasi alles, womit Chanel kämpfte, beschließt die Designerin zurückzukehren. Im Jahr 1954 begann sie mit den Vorbereitungen für die vielleicht wichtigste Kollektion ihres Lebens. Sie widmete ihre ganze Aufmerksamkeit den Nachkriegsmodellen. Jedes Kleid wird mehrmals kontrolliert, die Arbeit läuft rund um die Uhr. Am 5. Februar kehrt Coco Chanel im Alter von 73 Jahren in die Modewelt zurück. Die Modenschau wird immer wieder kritisiert und die Presse bezeichnet ihr viel diskutiertes Comeback als Fiasko. Entgegen der Meinungen der französischen Kritiker wurde die Kollektion in Amerika mit großem Lob aufgenommen und Chanel erlangte ihren alten Ruhm zurück. Der Tweedanzug von Coco, ein schmaler Rock und eine mit Borten und aufgesetzten Taschen verzierte Jacke, wird zum Markenzeichen einer geschmackvollen Dame. Bereits vor dem Krieg führte Chanel eine Handtasche ein, die von den Seesäcken der Soldaten inspiriert war. Ihr schmaler Schulterriemen ließ ihr die Hände frei. Nach ihrer Rückkehr aktualisierte Chanel das Design im Februar 1955 mit dem Modell 2.55, benannt nach dem Datum seiner Entstehung. Mit der Zeit vergaß Frankreich Cocos Kriegssünden und Europa fiel ihr zu Füßen. Das Haus Chanel wurde größer und erfolgreicher als je zuvor. Coco wurde vergöttert. Internationale Berühmtheiten wie Grace Kelly, Elizabeth Taylor und Brigitte Bardot trugen Kleidung des Hauses. Selbst Jacqueline Kennedy trat in der Öffentlichkeit in Chanel-Kleidern auf. In den späten 1960er Jahren verwandelte sich das Haus Chanel zu einem internationalen Modeimperium mit einem Riesenkapital. Das Königreich wurde von der Grand Mademoiselle regiert. Nach ihrer harten Arbeit entspannte sich Coco oft in ihrem Landhaus und genoss die frische Luft, die Freiheit und die Einsamkeit. Chanel ging gern angeln, pflanzte Blumen, kümmerte sich um Streunertiere und ritt gern. Sie hielt sich immer strikt an den Tagesplan und versuchte mindestens 7 bis 8 Stunden zu schlafen. Coco zählte Alkohol und übermäßiges Essen zu den Feinden der Schönheit. Bis ins hohe Alter blieb sie zart und schlank und ernährte sich bevorzugt von Gemüse, Obst und Fisch.
Eine der wenigen ungesunden Schwächen von Chanel war das ständige Rauchen. Die große Mademoiselle schuf eine ganze Philosophie und auch das Bild der neuen Frau. Obwohl Coco viel Geld hatte, besaß sie am Ende ihres Lebens nur 3 Kleidungsstücke. Die Kleider jedoch waren der Neid der Königinnen, so opulent sie waren. Trotz all ihrer Erfolge und ihres sorgfältig gepflegten Erscheinungsbildes fühlte sich Coco zunehmend einsam. Die Männer, die sie geliebt hatte, waren längst tot. Sie hat nie geheiratet oder eine Familie gegründet und war völlig abhängig von morphinhaltigen Schlaftabletten, die ihr beim Einschlafen halfen. Mit dem Aufkommen der 60er Jahre sank der Bekanntheitsgrad von Cocos Kollektionen. Die Designerin weigerte sich dem neuen Trend, der Mode der Miniröcke zu folgen. Die letzten 7 Jahre ihres Lebens verbrachte sie in ihrem Atelier. Sie wohnte in der Nähe ihres Arbeitsplatzes im Ritz-Hotel. Coco Chanel starb am 10. Januar 1971 an einem Herzinfarkt, an einem Sonntag. Dem einzigen Tag in der Woche, an dem sie nicht arbeitete. In ihren letzten Momenten hatte sie ein Dienstmädchen bei sich. Coco gab sich eine letzte Morphiumspritze ins Bein und sagte dann: "Weißt du, so stirbt man." Die Designerin wurde in Lausanne in der Schweiz begraben. Das Grab von Coco Chanel befindet sich auf dem Friedhof Bois de Vaux. Coco hat 5 ihrer treuen Beschützer, Löwen, auf ihrem Grabstein eingemeißelt. Der Löwe ist nicht nur der Hüter der Geheimnisse und der Geist des Hauses Chanel, sondern auch ein Symbol für Mademoiselle Cocos unermüdlichen Lebenshunger und ihren Glauben an ihr Glück, der bis heute ein Beispiel für Eleganz und tadellosen Geschmack ist. Chanel war 10 Jahre lang ohne Kreativdirektor gewesen. Der einstige Ruhm begann zu verblassen und die Marke begann Kunden zu verlieren. Im Jahr 1983 wurde der deutsche Designer Karl Lagerfeld zum Chefdesigner ernannt. Er änderte den Stil der Marke und fügte modernes Design und seine eigene Note hinzu. Neue Details tauchen auf. Rohe Kanten, Pelze, Seidenärmel und Manschetten aus verwobenen Fäden. Lagerfeld experimentierte mit Ärmel- und Rocklängen, Absatzhöhen und Frisuren. Wobei er die Leitlinie der Marke beibehielt, praktische, elegante und bequeme Kleidung zu entwerfen. Der neue Besitzer des Hauses erweiterte die Produktlinie auch um Uhren, Sonnenbrillen und Kosmetik. Nach Lagerfelds Tod im Jahr 2019 übernahm seine Assistentin Virginie Viard die Leitung der Chanel-Kreativabteilung. Der Chanel-Stil steht für elegante Jacken, praktische und schöne Hosenanzüge und natürlich für das kleine schwarze Kleid. Schlichter Luxus, elegante Linien und natürliche Materialien sind das, was die Fans schätzen. Das legendäre Haus begeistert die Modewelt regelmäßig mit neuen Kollektionen und hat nicht vor, damit aufzuhören. Coco Chanel war ein origineller und unabhängiger Stern am Modehimmel. Alles, was sie tat, war eine Weiterentwicklung der Vergangenheit. Die Designerin wollte mit ihren Kreationen stets das Leben der Frauen verbessern. Ihr Erbe ist nicht nur das berühmte Parfüm, das kleine Schwarze und die Kettenhandtasche, sondern auch der Schmuck, die Damenhosen und die Mode für Sonnenbräune und Tanktops. Sie hat Millionen von Frauen beigebracht, wie man sich gleichzeitig elegant und raffiniert, aber trotzdem bequem und frei fühlen kann. Der Geist der freien Frau lebt auch heute noch in allen Vintage- und Contemporary-Kollektionen von Chanel weiter.